16. Dezember. Mario Gonzaga. Mario Gonzaga wurde am 27. August 1932 in Trient in Italien geboren. 1953 war er in die Gemeinschaft der Missionare Oblate der makellosen Jungfrau Maria eingetreten, um, wie er selbst sagte, Priester, Apostel, Missionar, Märtyrer zu werden. 1957, wenige Monate nach seiner Priesterweihe, wurde Mario Gonzaga als Missionar nach Laos entsandt. Eines der ärmsten Länder der Welt zu sehen, in dem nur eine Handvoll Christen ihren Glauben praktizieren, war zunächst ein Schock für den jungen Missionar. Immer mehr zu einem Problem wurde auch die politische Lage im Land. Die kommunistischen Pathet-Soldaten hatten überall ihre Lager errichtet. Die Kirche war ihr erklärter Feind. Ungeachtet all dessen konnte Mario Gonzaga in den Bergen im Norden des Landes seine missionarische Tätigkeit aufnehmen. Am Sonntag, den 24. April 1960, machte er sich mit seinem einheimischen Katecheten Paul Toi Xoi 1941 bis 1960 zu Fuß auf den langen Weg zum Besuch der Außenstationen. Heute wissen wir von Zeugen, dass die beiden Missionare am 1. Mai 1960 im Dorf Muang Met von der kommunistischen Miliz aufgegriffen wurden. Einer der Soldaten berichtete später: "Wir zwangen sie, ein Loch zu graben. Ich erschoss dann beide." Am Morgen vor seinem Tod, einem Sonntag, wird Mario Gonzaga sicher noch die Heilige Messe gefeiert haben. Auch hier wird vielleicht er bei der Danksagung wieder gebetet haben, immer mehr Priester, Apostel, Missionar, Märtyrer zu werden. Die Leichen der beiden Märtyrer wurden bis heute nicht gefunden. Mario Gonzaga und Paul Toi Xoi wurden 2016 zusammen mit den Märtyrern von Laos, Joseph Tao Tien, 1918 bis 1954, und seinen 14 Gefährten selig gesprochen. Eine Ahnung haben. Priester, Apostel, Missionar und Märtyrer zu werden, darum hat Mario Gonzaga schon als Seminarist gebetet. Tragisch und doch auch von einer tiefen, persönlichen geistlichen Haltung getragen, sollte dieses Gebet Jahre später ganz und gar in Erfüllung gehen. Habe ich einen Plan für mein Leben? Habe ich eine Ahnung, was auf mich zukommt? Bete ich für meine Zukunft? Für den gläubigen Menschen sind in diesem Zusammenhang Ängste zweitrangig. Die Botschaft des Advents ist klar: In allem kommt Gott auf mich zu. In Jesus Christus kommt er mir entgegen. Es ist gut, auch das im Gebet zu betrachten.